Die Unternehmenskommunikation in Zeiten von Social Media hat eine sehr, sehr klare Aufgabe. Die hatte sie schon immer. Sie soll informieren. Und das so, dass die Information auch ankommt. Im Content Marketing ist das Bewegtbild ein ganz wesentliches Element und es wird in vielen Bereichen auch die geschriebene Sprache ersetzen. Es kommt darauf an, dass die Leute entsprechend in der Lage sind, dann ihre Informationen so rüberzubringen, dass auf der anderen Seite man das auch sehen mag. Es gibt einen klaren Trend zum Bewegtbild. Ich glaube, gerade in den Entscheiderebenen in den Unternehmen ist das Thema Präsenz im Audiovisuellen ein ganz, ganz starkes Thema. Das kann man auch sehr, sehr leicht dadurch feststellen, dass die Trainings, die Medientrainings, die grundsätzlich immer vor Kameras ablaufen sollten, hier eine größere Rolle spielen. Das heißt, man soll genau wissen, was man sagt, wann man was sagt und man muss seine Hausaufgaben machen, was die Präsenz vor der Kamera anbetrifft. Denn tatsächlich hat das Social Web alles durcheinander gebracht. Es gibt nicht mehr die klare Trennung zwischen Produkt und Corporate Communication, das wächst zusammen. Ja, die Corporate Communication setzt ja die großen Leitlinien. Das beste Beispiel ist Nachhaltigkeit. So, jetzt muss jedes Produkt ja das, was die große, die Dachmarke verspricht, auch einhalten. In Zeichen vor Social Web hatte man kaum die Möglichkeit, da nachzuvollziehen. Jetzt kriegt man die Informationen quasi mit einem Mausklick. Und das zwingt auch die Produktkommunikation dazu, die großen Statements, die Corporate Message in ihre Produktkommunikation mit einzubauen.